Franz Hirschbeck aus Hulsheim im Landkreis Donau-Ries hat umgestellt. Von Haltungsstufe 2, sprich ausschließlicher Stallhaltung, auf Haltungsstufe 3, Außenklima. Er hat seinen Schweinen also diesen Auslauf angebaut. Ich würde es auf alle Fälle wieder machen, die Investition. Einfach um das Tierwohl voranzutreiben und würde es auch jedem empfehlen zu machen, wenn die örtlichen Gegebenheiten vorhanden sind. Sein Schweinestall ist rund 700 Meter von den nächsten Häusern entfernt. Heißt, keine Anwohner, die sich über den Schweinegeruch beschweren könnten. Somit gab es keine Probleme, diesen Auslauf genehmigt zu bekommen. Die Umbaukosten lagen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Förderung hat Hirschbeck nicht beantragt, um schneller bauen zu können. Weil er nun in der höheren Haltungsstufe ist, so wie sich die Supermärkte das wünschen, bekommt Hirschbeck nun einen garantierten Mindestpreis und Zuschläge für seine Strohschweine. So problemlos wie hier geht es sicher nicht überall. Ich denke, dass grundsätzlich die Landwirte dafür bereit wären, das zu machen, wenn es denn auch honoriert wird. Um sowas zu realisieren, ist natürlich erforderlich, dass man langfristige Verträge macht. Aktuell sind wir bei 2 Jahren. Besser wäre es natürlich, wenn man was machen könnte für 10 Jahre. Doch weil der Fleischkonsum sinkt, lässt sich kein Abnehmer auf so lange Verträge ein. Das Fleisch von Hirschbecks Strohschweinen wird zwar letztlich bei Edeka verkauft, doch wie fast alle Landwirte hat er seine Verträge nicht mit einer Supermarktkette, sondern mit einer Erzeugergemeinschaft geschlossen. Diese vermarktet seine Schweine und arbeitet dafür mit einem Schlachthof zusammen. Die Schweinehälften gelangen zu Zerlege- und Wurstbetrieben. Von dort beziehen Supermärkte die fertig verpackten Waren, um sie dann in ihren Filialen zu verkaufen. Ein paar Tage später, der Schlachthof der Firma Vion in Landshut. Hier lässt Hirschbeck seine Schweine schlachten. Vion hat eine Lieferkette aufgebaut, die sicherstellt, dass alle Beteiligten einen möglichst fairen Preis bekommen. Am Schluss entscheidet der Kunde an der Ladentheke, nehme ich das Schwein oder nehme ich ein Standardschwein. Es wird der Kunde am Schluss entscheiden, ob die Kette funktioniert. Die Supermärkte wollen die Kunden durch Kampagnen auf den Haltungswechsel und die Vorteile der höheren Haltungsformen 3 und 4 aufmerksam machen. Bei Aldi zum Beispiel stammt bereits heute über ein Drittel des Frischfleischs aus den höheren Haltungsformen, also Offenfrontstall, Auslauf oder Bio-Freilandhaltung. Thank you.